Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, wahrscheinlich sind die zwei schönen Samtpfötchen, die kürzlich über das Veterinäramt in die Arche Noah kamen, Geschwister. Ihr ehemaliger Besitzer ist umgezogen und ließ die Tiere einfach zurück. Es sind noch junge Katzen, die etwa im August 2017 geboren sein könnten. Sie sind sehr menschenbezogen, nett und verschmust. Die beiden sollen zusammen vermittelt werden, weil sie sehr aneinander hängen. Es könnte sein, dass sie bisher nur im Haus lebten und Freigang nicht kennen. Deshalb könnten sie auch wieder als Wohnungskatzen leben, weil sie zu zweit sind, meint Tierheimleiterin Katrin Mattes. Allerdings wäre es sicher kein Problem, sie an Freigang zu gewöhnen. Das ist für Katzen immer schöner. Die Katzen wurden in der Arche Noah kastriert und gechippt, so dass dem Freigang nichts im Weg steht. Die schönen Geschwister sind noch sehr verspielt und bringen Freude und Schwung in den Alltag. Sie könnten in jede familiäre Konstellation abgegeben werden. Bei schon vorhandenen Tieren und Kleinkindern muss man natürlich immer aufpassen. Nun stellen wir noch ein gefundenes Kätzchen vor. Das aufgeschlossen hübsche Katerchen wurde in der Arche Noah auf ungefähr 3 Jahre geschätzt. Seit 3 Wochen lief er immer wieder in Gotha im Galberweg umher. Die Anwohnerin, die das Katerchen beobachtete, fütterte es absichtlich nicht, damit er wieder nach Hause geht. Leider tat er dies nicht, sodass die Frau den Tierschutz verständigte. Der Kater ist kastriert, aber nicht gechippt, weshalb kein Besitzer ermittelt werden kann. Die Rechtslage der Stadt Gotha verlangt, dass Katzen mit Freigang kastriert und gechippt sein müssen. Wenn sich für das schwarz-weiße Katerchen kein Besitzer meldet, soll er schnell ein neues Zuhause bekommen. Er möchte so gern wieder in die Freiheit.